Hallo Leute, es gibt eine neue wöchentliche Sammlung und zwar heißt sie diesmal Reise des Knappen. Und da schauen wir doch gleich mal nach, was wir alles dafür brauchen. In unserer Tasche finden wir natürlich die ganze Übersicht und auch die wöchentliche Sammlung Reise des Knappen. Dazu brauchen wir 3 Tarotkarten. Die seht ihr hier im Bild und ich werde euch jetzt zeigen, wo die heute am 7.1. bis in der Nacht um 1 Uhr zu finden sind. Aber wie ihr alle bestimmt schon wisst oder wer es noch nicht weiß, das ist ja hier der RDO-Kanal und da gibt es immer noch ein paar Leckerbissen und Extras mit dazu. Und ich habe natürlich alle Sammlerstücke, die jetzt gleich mit bei den Location Wands von den Tarotkarten habe ich natürlich mit ins Video reingenommen, weil das wäre Blödsinn gewesen, euch nicht zu verraten, dass hier auch in dem Haus drin ein Kamm ist, ein Familienerbstück, und das nehmen wir natürlich auch noch mit, ist doch logisch, oder? Also hier Reise des Knappen, schon mal die erste Karte aufgesammelt, das ist bei Tumbleweed natürlich in der Nähe von Ratskeller Fork, dort wo heute auch Dachse zu finden sind und die spawnen, so wie ich gerade im Kommentar gelesen habe, natürlich zu zweit dort bei Ratskeller Fork. Das ist auch ideal. Auch eine legendäre Kopfgeldmission in dieser Nähe ist eigentlich anzuraten. Und dann Ratskeller Fork, die Dachse machen heute. Und natürlich den Schildpattkamm, das Familienerbstück und Kautabak und Magenbitter und was weiß ich noch alles, was da im Haus zu finden ist. Bitteschön. Bedient euch da und ich wünsche euch besseres Wetter, wenn ihr da unterwegs seid. Da war ja eigentlich fast schon gleich ein Wolkenbruch unterwegs. Aber nochmal die Location natürlich. Und Ratskeller Fork ist natürlich auch zu empfehlen. Dort in der Scheune könnt ihr alles rund ums Pferd finden. Pferdeerwecker, Pferdestimulanz und Pferdearznei und Haferplätzchen. So, und da sind wir jetzt schon bei Bright White Manor. Und da ist natürlich im oberen Stockwerk auch ein Juwelenteil zu finden. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber wenn ihr schon da seid, dann nehmt das bitte mit. Und hier am Goldfischteich, an diesem komischen, umrundeten Goldfischteich, sagen wir mal so, da findet ihr die zweite Karte, wenn ihr so wollt. Ihr könnt es natürlich auch in einer beliebigen Reihenfolge machen, ist ja wurscht. Aber hier an dieser Stelle bei Bright White Manor das Schmuckteil im oberen Stockwerk und die Tarotkarte und 15 Äpfel liegen da auch noch bei der Scheune in der Nähe. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen oder das Pferd, wenn es alle auf einmal essen würde. Nein, also die dritte Tarotkarte, das ist hier in der Nähe von Blue Water Marsh und zwar auf der anderen Seite des Kamassa Rivers. Und da ist die andere Tarotkarte, Bube der Münzen, heute zu finden und damit ist der Satz vollständig. Und das war ja die Location hier eigentlich, wo gestern beim O der Panther aufgetaucht ist in der legendären Kopfgeldmission. Ich kann es ja immer noch nicht fassen, ein Panther dort erwischt. Okay, also wer das Video von gestern sich nochmal anschauen möchte, wer das nicht glaubt, wirklich ein Panther an dieser Stelle gewesen. Und jetzt verkaufen wir die Sammlung und das Wichtigste bei der Sammlung ist natürlich die 1000 XP. Das ist das Allerwichtigste, die $65 sind geschenkt und ich hatte jetzt die Qual der Wahl eigentlich, ob ich jetzt die eine Sammlung, die komplette Sammlung verkaufe, aber mit den Tarotkarten, die kriege ich nächste Woche auch noch voll. Ich will jetzt die 1000 XP haben und die habe ich mir hier geholt vom, nicht Pokerface, das ist Pockenface, aber das war's denn schon und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.